Es gibt die Einigung, die jetzt für die griechische Bevölkerung sehr harte Einschnitte bedeutet, die am Ende die griechische Regierung, die sich unmöglich verhalten hat, dazu gezwungen hat, an allen Fronten nachzugeben. Ich halte das für einen Kompromiss, der am Ende nötig war, um Griechenland im Euro zu halten. Aber es ist sicher kein Erfolg, auf den die Beteiligten stolz sein können. Heute Morgen müssen sich alle fragen, wie es im Kern Europas zu einer solchen Eskalation kommen konnte. Das ist sicherlich kein guter Tag für Europa. Für Europa heißt das, dass das Allerschlimmste, nämlich ein Grexit, abgewendet wurde. Aber die Art, wie der Grexit abgewendet wurde, ist sicherlich keine gute. Denn es hat zu einer Eskalation geführt in Europa zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland, Griechenland und anderen Ländern. Und solche Konflikte sollten im Kern eines der wichtigsten politischen Projekte dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, eigentlich nicht mehr vorkommen. Ich bin tief enttäuscht von allen Seiten, dass man einen solchen Kampf, eine solche Eskalation hat entstehen lassen in einer Situation, in der ein kühler Kopf, Nüchternheit vielleicht bessere Berater gewesen wären als Hitzigkeit. Die ganze Krise war eine Krise der Eskalation, wo jeder neue Schritt zu einer neuen Bedrohung, zu einer neuen Antwort geführt hat. Das muss man vor allem in erster Linie der griechischen Regierung vorwerfen. Denn was vor allem Yannis Varoufakis, der zurückgetretene Finanzminister, gemacht hat, hat nichts mit kluger und vertrauensbildender Politik zu tun. Dass es jetzt am Ende nochmal zu einer solchen Welle der Eskalation kam, die auf dem Gipfel auch dazu geführt hat, dass kluge Vorschläge gar nicht mehr auf der Tagesordnung standen, das muss man bedauern. Aber es hat keinen Sinn, jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, nach vorne zu schauen und sich zu fragen, wie können wir den Euroraum so weit weiterentwickeln, dass es zu solchen Eskalationen und diesen Konflikten nie wieder kommen wird.